Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, weil auch persönlichen Episode. Ich hatte das große Glück, mit Dr. Filser, seines Zeichens leitender Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Jena, zu sprechen, der einer der lautesten Advokaten für an Long-Covid erkrankte Kinder und Jugendliche ist. Gemeinsam mit ihm habe ich gesprochen zu der unglaublichen Vielzahl an Symptomen von Long-Covid, der Dauer der Erkrankung, der aktuellen Datenbasis, möglichen Erklärungstheorien und daraus folgenden Behandlungsansätzen sowie dem schieren Ausmaß dieser neuen Volkskrankheit, immer mit dem Fokus auf Kinder, wobei die Erkenntnisse für Erwachsene natürlich nicht minder relevant sind. Außerdem haben wir uns den Awareness-Prozess in Medizin, Politik und Gesellschaft näher angeschaut und Dr. Filser hat beschrieben, was seines Erachtens nach dringend notwendig wäre, um dieser Krankheit kurz-, aber auch mittelfristig besser begegnen zu können. Als jemand, der selbst seit nunmehr 17 Monaten an den Folgen seiner Corona-Erkrankung leidet, möchte ich allen Zuhörerinnen ans Herz legen, sich diese Folge anzuhören und ausnahmsweise auch darum beten, sie mit Freunden und Kollegen zu teilen. Denn Long-Covid ist eine sehr ernste, aber leider noch kaum verstandene Krankheit, die unzählige Gesichter haben kann. Daher ist es besonders wichtig, dass nicht nur Erkrankte gut und möglichst objektiv über sie informiert sind, worum sich Dr. Filser vorbildlich bemüht, sondern es ist auch gerade wichtig, dass Nicht-Betroffene möglichst viel über Long-Covid wissen, um Verständnis und Nachsicht gegenüber Kollegen und Freunden zu zeigen, die in der einen oder anderen Ausprägung über Monate und vielleicht zukünftig sogar über Jahre mit dieser Krankheit zu kämpfen haben. Egal, ob Kind oder Erwachsener. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Interesse und jedwedes eventuelle Teilen und trotz allem, wie immer, viel Spaß mit dieser Folge. Schönen guten Tag, Herr Filser. Wie geht es Ihnen? Sehr guten Tag, Herr Reimers. Mir geht's gut, danke. Sehr schön. Wir sprechen heute über ein sehr aktuelles und besonderes Thema, für mich auch besonderes Thema. Und deswegen möchte ich ausnahmsweise mal nicht mit einer Frage anfangen, sondern mit einer kleinen Geschichte, einer Anamnese quasi. Und zwar gucken wir zurück in die erste Aprilwoche 2020, also vor gut 17 Monaten. Da habe ich mich mit Corona infiziert oder Covid und hatte einen relativ milden Verlauf. Ich hatte Fieber, starke Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit etc. für circa 2 Wochen. Anschließend hat sich eine Besserung eingestellt. Die dritte und vierte Woche wurde alles wieder so relativ normal. Die Symptome sind zurückgegangen und ab Woche 4 hat es sich dann kurz wieder leicht verschlechtert und seitdem habe ich eine Stagnation. Das heißt, ich habe wirklich seit 17 Monaten jetzt Spätfolgen. Es vergeht keine Minute ohne Kopfschmerzen und starke Müdigkeit. Ich habe täglich Schwindel, Druck auf der Brust, Herzrasen, starke Verspannung, Konzentrationsprobleme, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnislücken und einfach starke Erschöpfung, auch bei kleinsten Anstrengungen, was so Sachen sein können wie Duschen, kleine Hausarbeit oder 45-minütige Spaziergänge sind für mich einfach wirklich körperlich extrem anstrengend. Und daneben kommen dann noch so schöne Randprobleme wie Magenprobleme, Schlafprobleme. Nach 17 Monaten auch irgendwann mal depressive Episoden, in denen man einfach irgendwo der Verzweiflung nahe ist, weil man sich fragt, wann das Ganze wieder endet. Und ich habe natürlich Maßnahmen getroffen. Ich war beim Hausarzt, beim Kardiologen, beim Neurologen, schließlich bei Ihnen in der Uniklinik Jena, beim Kollegen Stallmach in der Covid-Station. Ich habe meine Lebensumstände geändert. Ich habe einen entspannteren Job angenommen. Ich bin aufs Land gezogen. Ich mache viel naturnahe Spaziergänge, versuche mich sehr gesund zu ernähren und habe de facto mein Privatleben neben der Arbeit komplett heruntergefahren, wenn man den Podcast einmal außen vor nimmt. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, abends, am Wochenende, im Urlaub, bin ich eigentlich nur in Bett und Couch, treffe kaum noch Freunde, habe kaum noch Alltagsaktivitäten und habe immer wieder versucht, weil man denkt, man muss irgendwie so eine Barriere vielleicht durchbrechen, habe immer wieder versucht, Sport zu machen in kleinem Umfang, weil ich auch vorher sehr sportlich war und habe es immer sofort wieder gelassen, weil wenn ich einmal mich ein bisschen körperlich angestrengt habe, war sofort der nächste Tag und wahrscheinlich noch der Tag danach, ging gar nichts. Ich war völlig fertig und musste einfach im Bett bleiben und konnte nichts machen. Und das ist was mich dabei am meisten immer wieder trifft, ist, dass die meisten Menschen in Deutschland, mit denen ich zu tun habe, gar kein Konzept davon haben. Die meisten haben von Long-Covid gehört, die meisten können damit aber wenig anfangen, führen es dann häufig doch eher auf psychosomatische Probleme zurück oder nehmen es nicht ganz ernst oder ähnliches. Und deswegen bin ich so froh, dass wir heute über dieses Thema
ausführlich sprechen können. Und meine erste Frage an Sie quasi ist, wenn Sie sich meine Geschichte anhören, wie oft haben Sie solche Geschichten schon gehört und wie stark variieren diese von Fall zu Fall? Ja, also öfter schon gehört, ja, wobei jetzt bei Ihnen erstens, was die Leidenszeit angeht. Sie haben sich ja offensichtlich jetzt einer der ersten abgeholt, die Infektion. Ihr müsst ja auch fast in Österreich gewesen sein, um das zu dem Zeitpunkt zu bekommen. Und auch die Ausprägung ist natürlich schon eine schwere, zumindest für mich, ja, der ich ja überwiegend Kinder sehe, Kinder behandle. Und in dieser Ausprägung haben es die Kinder Gott sei Dank selten. Da finden sich einzelne Teile davon. Aber dieses Vollbild mit Post-Exacerbational Malaise, diesen Crash, die Sie beschreiben nach der Belastung, das ist bei den Kindern Gott sei Dank nicht so häufig. Wie zeigt es sich denn bei den Kindern? Ich habe ja eine ganze Bandbreite an Symptomen quasi genannt, die ich habe. Zeigen die sich alle bei den Kindern? Haben alle Kinder alle oder haben einige hier mal was von und andere da was von? Also kein Patient hat alles. Das kann man nur mittlerweile sagen, weil im Zusammenhang mit Long-Covid sind irgendwie über 200 verschiedene Symptome beschrieben, von denen ich auch tatsächlich bei einigen einfach anzweifle, dass die wirklich dazugehören. Aber in der Natur finden sich also über 200 Beschreibungen und somit kann man schon ziemlich sicher sagen, kein Patient hat alles davon. Es finden sich bei den schwer Betroffenen meistens so 10, 15, 20 Symptome, die dann doch relativ typisch sind, so wie Sie das aufgezählt haben, ist das Bild, was ich als typisch empfinde. Es ist bei keinem Patienten eigentlich gleich. Jeder hat immer so ein paar spezielle Dinge. Es unterscheidet sich grundsätzlich nicht sehr zwischen Kindern und Erwachsenen. Das heißt, auch die Kinder haben letztendlich die ganze Palette eben seltener. Also sowohl seltener, dass man sagt, die Kinder sind nach der Infektion seltener davon betroffen, als auch eben sind die Symptomhäufungen seltener, also nicht ganz so viele Symptome. Und die Symptomschwere ist, würde ich denken, auch etwas milder als das, was ich von den Erwachsenen höre. Ich sehe ja auch einen Teil der Erwachsenenpatienten aus unserer Ambulanz für die Gefäßmessungen, um zu gucken, wie die Gefäße reagieren. Und insofern höre ich also ziemlich viele Geschichten, die ihrer ähneln. Ja, und keine ist wirklich 1:1 gleich, das kann man sagen. Lässt sich denn irgendeine Systematik rauslesen nach dem Motto, in diesem Alter, bei diesem Geschlecht oder bei diesen Vorerkrankungen ist die Fatigue das vorherrschende Problem oder sind die Kopfschmerzen stärker? Lässt sich da irgendeine Regelmäßigkeit erkennen? Gar nicht, aus meiner Sicht. Also weder aus meinen Erfahrungen hier noch aus dem, was ich gelesen habe, lässt sich ein Zusammenhang ziehen zu Grunderkrankungen, dass man jetzt sagt, wenn man zum Beispiel vorher bestehende Grunderkrankungen am Herz oder Lunge hatte, dann sind die körperlichen Symptome stärker. Noch kann man, wenn man das klassische Long-Covid, so wie Sie es beschreiben, ja, also dass die eigentlich akute Erkrankung ausgeheilt ist und danach so eine Phase von was sehr Dubiosen kommt, dann gibt es auch zu der erste Erkrankung keinen wirklichen Zusammenhang zu der Schwere. Das können ganz leichte Fälle sein, milde Fälle. Das können völlig asymptomatische Fälle sein. Ja, wir müssen das natürlich ein bisschen davon trennen, von Beschwerden, die jemand hat, der schwerst krank auf ITS gelegen hat. Auch der hat nach, sagen wir mal, 4 oder auch 12 Wochen möglicherweise noch Symptome der Erkrankung, hat sich nicht vollständig erholt. Das ist aber was anderes als das, was Sie beschreiben. Sie haben jetzt gerade schon 4, 12 Wochen gesagt. Ab wann gilt es denn als Long-Covid? Und gibt es da, also man hört ja immer wieder von einigen, wo es dann nach einigen Monaten besser wird. Dann gibt es andere Fälle, die das bis heute haben. Und natürlich Open-End, weil die Krankheit gibt es einfach noch nicht so lange. Das heißt, man weiß nicht, wie lange sie anhalten kann. Aber gibt es da so eine Auswertung, wie lange man durchschnittlich an Long-Covid leidet? Also wenn wir mit der Definition anfangen, dann richte ich mich nach der englischen Definition von dem NICE-Institut, das gesagt hat, alles innerhalb der ersten 4 Wochen ist eine akute Erkrankung oder rechnen wir akut Covid-19 zu. Mhm. Dann 4 bis 12 Wochen sprechen die von ongoing Covid und nach 12 Wochen von Post-Covid-Syndrom. Und die Phase, also
Ongoing Covid und Post-Covid Syndrom ist quasi nochmal mit dem Überbegriff Long Covid bezeichnet, also anhaltende Symptome, nachdem die akute Erkrankung eigentlich durch ist. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Definition, die man gut verwenden kann. Die wird leider sowohl in der Literatur als auch in den Medien wird es immer so ein bisschen, es ist noch nicht so ganz einheitlich definiert, ne? Aber also die Definition finde ich gelungen, nach der richte ich mich so bezeichnen wie das hier. Und die Frage, wie lange kann das Ganze anhalten, ja, das natürlich gibt es dazu keine klare Aussage zu machen, weil es ist einfach, ja, wie Sie schon sagten, sind einer der ersten, die sich infiziert haben. Sie haben es bis jetzt. Ja. Das heißt, man sieht, dass die Range offensichtlich sehr lang geht. Wir wissen, was wir wissen, ist, dass mit jeder Woche, die mit der Erkrankung vergeht oder mit jeder Woche Abstand, die Chance steigt, geheilt zu sein. Ja. Also da gibt es ganz gute Untersuchungen, die eben zeigen, wir haben nach 4 Wochen noch einen großen Prozentsatz an Leuten mit Problemen. Der ist nach 8 Wochen schon kleiner. Das eigentliche Post-Covid-Syndrom haben dann schon höchstens noch 10% der Patienten bei den Erwachsenen. Und dann ist es so, wenn man die im Verlauf dann wieder sieht, nach 9 Monaten, dass dieser Prozentsatz immer kleiner wird. Das heißt, man kann, auch wenn wir keine Therapie haben, kann man in der Regel den Patienten trotzdem Hoffnung machen, dass sich das bessert. Sie haben jetzt gesagt, 10% bei Erwachsenen. Wie sieht das bei Kindern aus? Gibt es da überhaupt verlässliche Daten? Nö, leider. Also, ja, immer, also Pädiatrie und Studien ist immer schwierig, weil die Studien sind viel schwieriger zu machen, die Symptome sind viel schwieriger zu erheben, das Design ist schwieriger, die Hürden sind höher. Es gibt mehrere Untersuchungen dazu, aber nichts mit einer wirklich großen Zahl, wo ich sagen würde, das ist verlässlich. Danach kann man sich richten. So, die größten Zahlen kommen wie immer eigentlich aus England, die das sich zumindest mal systematisch versucht haben, dem zu nähern. Auch da haben alle Betrachtungen ihre Schwächen, weil das Fragebogenstudien sind, wo man eigentlich dann, wenn die positiv sind, sich mit den Patienten hätte nochmal auseinandersetzen müssen und gucken, kann man das trennen, weil es eben so viel Überlagerung gibt zu psychosomatischen Störungen, zu depressiven Störungen, zu anderen Dingen, die man mit dem Fragebogen unmöglich auflösen kann. Und das ist das Grundproblem aller bisherigen Studien eigentlich. Das Einzige, was ich mir glaube, sicher sagen zu können, ist, es ist auf jeden Fall seltener als bei Erwachsenen. Das zeigen viele, viele Studien auch, die versucht haben, das vom Lockdown zum Beispiel abzugrenzen von den Symptomen, die da auftreten, wo man einfach sagen muss, wenn es wenn es häufig wäre, dann wären dort Signale klarer ausgefallen. Und so insofern bin ich mir sicher, es ist selten. Ich bin mir aber auch sicher, dass es existiert, was ja auch von einigen quasi, ob den abgestritten das richtige Wort ist, aber zumindest teilweise auch aus unserem Verband der Kinderärzte dementiert wird, dass es das vielleicht bei Kindern überhaupt nicht gibt. Also das ist Schwachsinn, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Alles gut, aber würden Sie denn sagen, dass es auch ein signifikanter Prozentsatz ist, also nicht 0,00 etwas, sondern dass wir da wirklich im einstelligen Prozentsatzbereich vielleicht unterwegs sind? Naja, also im unteren. Wenn ich jetzt wenn man mich zwingen würde, aus dem Bauch raus eine Zahl zu nennen, dann würde ich die irgendwo zwischen 0,5 und 1%, glaube ich, festmachen wollen. Das erscheint mir realistisch. Und das heißt noch nicht, dass jetzt alle die dort reinfallen, also dass dieses Prozent, das alles in so einer Ausprägung hat, wie Sie das geschildert haben. Ja, da sind auch leichtere Fälle dabei, die nur 1-2 Symptome haben, wie zum Beispiel Geschmacksverlust, was noch ein häufiges Problem ist, dass ich, also nicht der Geschmacksverlust, das erholt sich meistens, aber dass doch erhebliche Geschmacks- und Geruchsverirrungen da sind, die auch durch die Patienten als extrem belastend empfunden werden. Definitiv. Ich habe häufig den Vergleich gehört, dass viele sagen, wenn jemand nicht weiß, was Long-Covid ist, wie genau das ausgeprägt ist, dass viele dann einfach sagen, es ist so ein bisschen vergleichbar mit pfeiferischem Drüsenfieber, weil man auch so kaputt ist und so eine Vielfalt von Symptomen hat. Finden Sie das einen legitimen Vergleich? Ja, das finde ich einen Vergleich. Also die wenigsten werden sich daran erinnern, an das pfeifersche Drüsenfieber, wie sie das gehabt haben, das ja auch in ganz verschiedenen Ausprägungen abläuft. Ne? Typisch Erkrankung des Kindesalter, geht vom hochakuten Krankheitsbild mit lange Fieber bis hin zu, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Und wir haben bei dem pfeiferschen Drüsenfieber
einen signifikanten Prozentsatz, der allerdings schon so im mittleren einstelligen Bereich liegt. Also sprechen wir irgendwas zwischen 5 und 10%, die danach Probleme haben, die also über Wochen und Monate lang schlecht belastbar sind. Und ein Teil dieser Patienten geht dann auch in das Chronik-Fatigue-Syndrom über. Ja, auch das, was Sie berichten. Ich weiß nicht, ob Sie den Test mal gemacht haben, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch Ihre Symptomatik sehr, also dass die kanadischen Kriterien für ME/CFS da erfüllt sind. Ja, also eine Krankheit, die wir schon länger kennen, beschrieben haben und die auch ein postvirales oder ganz oft durch Viren eben ausgelöst wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal das Post-Covid-Syndrom und dieses ME/CFS ineinander überführen oder sagen, das ist vom Mechanismus her doch ähnlich. Im Moment scheint mir das noch nicht möglich zu sein. Aber es ist, die Ähnlichkeiten sind doch so stark, dass man sie nicht ignorieren kann. Dann lassen Sie uns einmal zur Funktion kommen. Ich meine, selbst wenn wir von 0,5 bis 1% der Kinder sprechen, das klingt immer erstmal relativ wenig, wenn man sich mit Statistiken wenig auseinandersetzt. Aber wenn wir von Hunderttausenden Kindern reden, die Covid haben, reden wir auch von Millionen. Oder von Millionen, ja, das heißt noch auf Deutschland erstmal im Moment, aber genau, wenn wir von Millionen Kindern reden, dann reden wir irgendwann auch von Zehntausenden, Hunderttausenden Long-Covid-erkrankten Kindern. Von daher sollte sich da, glaube ich, jeder zu informieren, auch jeder, der selber vielleicht schon geimpft ist, aber sich einfach ein anderes Verständnis dafür hat, was das für eine Krankheit ist. Und auch als Geimpfter kann man ja theoretisch noch die Krankheit bekommen. Deswegen, wie funktioniert denn diese Krankheit? Was wissen wir über Long-Covid? Welche Ursachen hat das? Und ja, wie funktioniert das im Körper? Wieder ein Punkt, den man nicht genau sagen kann. Ja. Auch hier wieder, es gibt Theorien dazu. Ich kann eben ein paar Theorien dazu darstellen, was quasi der Pathomechanismus ist, also wie die Krankheit möglicherweise funktioniert. Richtig erwiesen ist eigentlich nichts davon. Das sind alles Theorien. Ja, es gibt die Idee, dass eine Viruspersistenz dafür verantwortlich ist. Das heißt, dass die eigentliche Erkrankung löst eine Immunantwort aus. Diese Immunantwort ist möglicherweise nicht stark genug, tötet den Virus nur teilweise ab und der schlawinert jetzt in allen möglichen Organen umher, setzt sich irgendwo in der Leber, in den Gefäßen irgendwo ab und macht immer mal wieder Probleme. Mhm. Ja. Das ist eine der Ideen und das ist auch so ein bisschen die Idee, die dahinter steht, wenn wir das gleich nachverfolgen wollen, dass man sagt, bei einigen Patienten gibt es Berichte, dass eine Impfung nach der Infektion geholfen hat, die Long-Covid-Probleme zu mildern oder gar vollständig zu beenden. Dass man also mit der Impfung eine neue Immunantwort auslöst, die diesmal deutlich kräftiger ausfällt und dass diese ganzen Reste des Virus abgetötet werden. Für die Theorie spricht auch noch, dass es einigen Kollegen gelungen ist, eben Virus-DNA nachzuweisen, auch noch Wochen und Monate nach der Erkrankung in verschiedenen Geweben. Die zweite, die ich auch extrem plausibel finde und die wir so forschungstechnisch am meisten auch in Jena, zumindest in der Pädiatrie verfolgen, ist die, dass es durch das Virus wird eine Endothel-Dysfunktion ausgelöst. Das heißt, die innerste Gefäßschicht ist mit Endothel, so heißt die, ausgelegt. Und das Virus, das weiß man mittlerweile auch, befällt diese Gefäßschicht und verursacht dort Dysregulationen, also Fehlregulationen. Das ist auch ein wichtiger Teil bei der akuten Krankung des Pathomechanismus. Warum also zum Beispiel Gerinnungsstörungen entstehen, ja, warum die ein oder andere, warum das bei einigen so schwer verläuft, die Erkrankungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch diese Endothelitis, dass die weiter anhält bei den Patienten, die Long-Covid haben, dass das also nicht richtig ausheilt und dass diese Dysregulation zu einem großen Teil dazu beiträgt, wenn zum Beispiel jemand Schwindel hat nach Lagewechsel, nachdem er diese Infektion gehabt hat. Ja,
also viele körperliche Symptome, immer wenn der Körper Blut braucht, ne, bei Belastung zum Beispiel, und die lokale Feindregulation funktioniert nicht so, das Blut kommt also gar nicht so richtig dahin, wo es eigentlich soll. Das würde aus meiner Sicht schon viele der Symptome auch erklären, weil letzten Endes funktionieren alle Organe so, dass wenn sie sich mehr belasten müssen, dann brauchen sie mehr Blut, und das Gefäßsystem ist dafür verantwortlich, dieses Blut zu liefern. Ne? Und wenn es da Probleme gibt, dann lassen sich schon Störungen auch ganz gut erklären. Hm. Ja, dann gibt es die dritte große Schiene, dass man, die sicherlich auch eine Rolle spielt, ja, dass es die an der Immunantwort liegt, dass also eventuell auch eine überschießende Immunantwort dafür verantwortlich ist, dass Autoantikörper gebildet werden, die mit verschiedenen Gewebe reagieren. Ja, so wie sich so ein Covid verhält, es sind schon viele Aspekte auch dabei, die wir von anderen Autoimmunerkrankungen sehen, so dass auch die Theorie, glaube ich, sehr, also das erscheint mir auch sehr plausibel. Und auch da wird viel gesucht und geforscht, ob man diese Antikörper findet, ob man Kreuzreaktionen findet. Zumal das eben uns auch die größte Wahrscheinlichkeit auf einen Biomarker gibt, wenn man dort irgendwas finden würde im Blut, ne, dass man das beweisen können, weil das ist ja ein ganz großes Problem der ganzen Patienten mit Long-Covid, ja, ne, dass man immer wieder damit kämpfen muss. Also wir haben das definiert als eine ganz klare körperliche Erkrankung. Das ist wichtig, das ist eine körperliche Erkrankung. Und die Patienten müssen stark um Wahrnehmung kämpfen, um Glaubwürdigkeit, weil sich eben das nicht beweisen lässt, weil wir dazu einfach noch nicht in der Lage sind. Ja, das ist ja nicht die Schuld der Patienten, sondern es ist einfach so, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir das solide nachweisen können. Das kann ich bestätigen, dass das auch bei mir einer der schwierigsten Aspekte dieser Krankheit ist, dass man nicht einfach einen Zettel hochhalten kann, wo klar draufsteht, hier, ich habe den Nachweis, ich habe Long-Covid. Und dadurch auch immer wieder diese Theorien von Bekannten, Freunden und sogar auch von Hausärzten kommen, nach dem Motto, ja, vielleicht ist ja doch auch was Psychosomatisches. Und das kann man ja auch nicht ausschließen, weil man ja auch das Gegenteil nicht nachweisen kann in aller Regel. Und Sie auch gesagt haben, diese Differentialdiagnosen sind natürlich auch extrem aufwendig und schwierig, also zu schauen, ob da vielleicht noch andere Krankheiten mit reinspielen. Eine Sache, die man da jetzt häufiger gelesen hat in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, ist, dass möglicherweise Long-Covid das pfeiffersche Drüsenfieber, also die Epstein-Barr-Viren, wieder reaktiviert bei den Erwachsenen auf jeden Fall. Gibt es das auch bei Kindern? Hat man das da auch beobachtet? Na, dazu müsste man erstmal die Infektion gehabt haben. Ne? Je kleiner die Kinder sind, umso unwahrscheinlicher ist das. Klar. Und wir untersuchen das routinemäßig mit bei uns, ob die Infektion gehabt haben. Wir haben es jetzt noch nicht ausgewertet und uns angeschaut, ob es dort wirklich einen Zusammenhang zwischen einzelnen Symptomen gibt und dem Vorhandensein von Antigenen zumindest. Also wir suchen jetzt nicht nach aktivierten Viren wieder mit der PCR im Blut, sondern wir haben uns erstmal auf die Antikörper beschränkt. Ich weiß, dass es Untersuchungen dazu gibt, auch aus Deutschland kommen die. Und es kann durchaus sein. Ne? Auch das kennen wir von anderen schweren Erkrankungen, also jede Erkrankung hat das Potenzial, gerade diese ganzen schlummernden Herpesviren, da ist ja Epstein-Barr nur eine Variante, es gibt ja auch andere, wieder zum Ausbruch zu bringen. Ne? Weil die sind heimtückisch, die lagern sich in irgendwelchen Geweben ab und die warten nur darauf, dass das Immunsystem auf irgendeine Art und Weise geschwächt ist, um wieder vorzukommen und Ärger zu machen. Das kennen wir ja von transplantierten Patienten, ja, und von anderen Patienten, die wir immunsupprimieren müssen. Und der Mechanismus ist durchaus möglich. Ja, aber ich glaube, also zumindest ist es mir nicht bekannt, dass das jetzt schon etabliert wäre, dass das wirklich der Grund ist. Das ist eine von den Theorien, ja, die man zusammen auf eine Stufe stellen kann mit den anderen, die ich schon erläutert habe. Genau, das heißt, wir haben eine große Vielfalt an Theorien, die alle, wie Sie sagen, natürlich legitim sind, weil sie einfach eine gewisse logische medizinische Basis haben, die aber alle schwer nachzuweisen sind. Deswegen würde ich mit Ihnen einmal gerne über die verwendeten, angewandten Behandlungsmethoden sprechen, einfach was da quasi die Erfolgswahrscheinlichkeit ist. Es ist ein bisschen übertrieben formuliert, weil das halt so schwer zu erforschen ist, aber sagen wir, wie gut das bisher angesprungen ist. Sie haben ja schon gesagt, es gibt einen gewissen Selbstheilungsprozess. Also es gibt viele zum Glück, die nach einigen Monaten sich von selbst
heilen. Gibt es da irgendwelche Vermutungen, warum es bei einigen schneller geht, warum es bei einigen besser funktioniert, dass der Körper sich selbst da wieder rauszieht? Keine. Kann ich Ihnen nicht liefern. Also ist mir nicht bekannt, dass wir irgendeine Prognose stellen könnten zum Zeitpunkt, wo wir quasi die Diagnose stellen, uns den Patienten anschauen können und sagen, der hat hier eine hohe Wahrscheinlichkeit, lange krank zu sein und der eine niedrige, ist mir nicht bekannt. Wir wissen, dass es bei den Erwachsenen einen gewissen Trend beim Auftreten der Symptomatik zur Weiblichkeit gibt, den wir bei den Kindern nicht ganz so deutlich sehen. In unserem Patientenklientel sind es ein kleines bisschen mehr Mädchen. Ich habe aber auch bei anderen Kollegen gelesen, die mehr Jungen hatten. Ja, also da müssen wir noch, brauchen wir einfach auch noch mehr Daten, um zu gucken, wie das bei den Kindern ist. Aber es gibt im Moment nichts, was die Prognose irgendwie eingrenzen lässt. Und es gibt auch, also rein für die Heilung gibt es nichts, was ich meinen Patienten sagen kann, was sie machen können oder lassen können. Alles, was ich im Moment empfehlen kann, ist symptomatisch, um quasi die Symptome zu mildern. Und so ein bisschen auch mit dem Ansatz zu sagen, naja, wenn ihr einen Crash provoziert, dann wirft euch das definitiv zurück. Das kann man relativ sicher sagen. Ja, dann geht das Ganze wieder so ein bisschen von vorne los. Also das sollte man nicht machen. Aber ansonsten gibt es jetzt nicht, ja, esst 5 Eier am Tag und eine Woche später oder seid es los oder damit, ja. Ja, auch das mit den Crashes, ja, man selber hat ja auch irgendwo, auch sicherlich als Kind, aber auch vor allem als Erwachsener, hat man auch selber irgendwo dieses Gefühl, ich muss jetzt mal was versuchen, um mich da rauszuziehen, und sorgt damit selber für diese Crash, die sie bezeichnen, und verlängert das damit ganz. Und wie gesagt, ja auch, ich war auch bei Hausärzten, der erste Hausarzt hat gesagt, Mensch, nehmen Sie einfach mal, Zitat hier, nehmen Sie einfach mal eine Packung Pillen, dass die Kopfschmerzen weg sind, und dann machen Sie mal ordentlich Sport und durchbrechen Sie damit die Barriere. Und das ist ja im Prinzip genau das Falsche, was man machen kann, wenn man Ihrer Logik folgt. Ja, das kann ich ganz klar so sagen. Und das ist ja das, weshalb wir eben, ja, weshalb wir diese Spezialsprechstunden anbieten. Man kann jetzt nicht, das ist immer blöd, von Erfahrung zu sprechen, medizinisch gesehen, es ist jetzt ein Jahr Kenntnis der Krankheit, oder wenn Sie mich jetzt vor genau einem Jahr zu dem Thema interviewt hätten, hätte ich Sie gefragt, was, Long-Covid, habe ich gehört, soll es vereinzelt bei Erwachsenen geben, ja, bei Kindern noch nie gehört. Ja. Also insofern ist es immer schwierig, von Erfahrung zu sprechen, aber mittlerweile haben wir doch schon ein paar Patienten, durch die Pandemie ist das ja eine extreme Häufung, gesehen, und ich kann schon sagen, man muss versuchen, mit der Anamnese ein bisschen rauszukitzeln, wo die Probleme sind. Man kann auch anamnestisch schon ein kleines bisschen das auch eher Richtung Psychosomatik eingrenzen oder eher Richtung körperlich. Es gibt so ein paar Symptome, die einfach bei Long-Covid typisch sind, die bei psychosomatischen Patienten selten auftreten. Und es ist eben gerade dieser Punkt ist wichtig, die Art der Belastbarkeit. Es gibt Patienten, die profitieren von einer Physiotherapie, die profitieren von dem klassischen Reha-Konzept. Und es gibt Patienten, die profitieren genau nicht davon, sondern da macht es genau das Gegenteil. Ja, und das ist die Aufgabe, das ein bisschen zu filtern und dort für den Patienten die richtigen Maßnahmen vorzuschlagen und auch den richtigen Umgang. Ja, also der Umgang mit der Erkrankung, der ist ein ganz wichtiger Teil, ja, dass man das auch akzeptieren lernen muss erstmal. Ja, das macht mich jetzt als Arzt nicht zufrieden, vor allen Dingen als einer, der eigentlich aus der völlig somatischen Richtung kommt. Ich bin Kardiologe. Ja, normalerweise bin ich extrem physiologisch getriggert. Da ist ein Loch, ja, oder ein Muskel, der nicht richtig pumpt. Und da machen wir was dagegen. Da machen wir einen Flicken drauf oder wir geben dem Medikament, das besser pumpt. Und dann ist wieder alles gut, so vereinfacht gesagt. Ja, und mit dieser Diffusität, die das Long-Covid zu bieten hat, die nervt schon brutal. Das glaube ich gerne. Es ist ja auch, wie Sie gerade gesagt haben, einige reagieren so, andere reagieren so. Das ist ja selber auch bei Kuren. Es gibt ja die klassische Kur quasi. Es gibt inzwischen auch spezielle Covid-Kuren, Long-Covid-Kuren. Und auch da habe ich natürlich von Betroffenen gelesen, die da waren, die einen haben gesagt, das hat unfassbar geholfen. Einfach rauskommen, Atemübungen an die frische Luft, in die Natur. Und bei anderen hat es das Ganze verschlechtert, weil es einfach anstrengend für sie war, einfach nicht zu Hause auf der Couch zu liegen, sondern halt da irgendwie Programm zu haben und von der Freundin, der Frau, was auch immer, weg zu sein. Wobei es auch da wird, das Wichtige ist, dass man das vorher, bevor man in die Reha-Einrichtung geht, versucht eben die Richtung abzuklären. Es gibt
spezialisierte Reha-Einrichtungen, die, glaube ich, auch in der Lage sind, Patienten mit, wenn man es mal so, diese schwereren Fälle mit der Post-Exacerbation im Malaise, also diese Crashs nach Belastung, das ist ja so die schwerste und die am meisten beeinträchtigste Form, die auch am schwierigsten Reha-Konzepten zugänglich ist. Ja, und auch für diese Patienten gibt es zum Beispiel in Garmisch, glaube ich, ein Konzept, dass Frau Scheibenbogen und Frau Behrens aus München und Berlin kommen, die beiden dort aufgebaut haben. Wir versuchen aktuell gerade mit Kreischer, das ist eine Kinder-Reha-Klinik, eine hochspezialisierte in der Nähe von Dresden, etwas aufzubauen, was auch in eine ähnliche Richtung geht, die dort auch sehr daran interessiert sind und sagen, die Patienten müssen versorgt werden, die müssen vernünftig, einem vernünftigen Reha-Konzept zugeführt werden. Also wie gesagt, es ist Aufgabe des Arztes vorher zu schauen, was kommt dann in Frage und wo findet sich die entsprechende Reha. Ja. Wenn man die Reha braucht, weil man noch Lungenfunktionsstörungen hat, dann ist das eben was ganz anderes, als wenn dieses chronische Fatigue-Syndrom eigentlich im Vordergrund steht. Was ja aber auch eine sehr aufwendige, sehr langwierige, individuelle Planung für jeden Patienten bedeutet, was ja wir alle wissen, dass gerade im Krankenhaussektor auch gerade nicht Zeit über ist, auch neben den normalen Corona-Fällen, also selbst wenn kein Corona ist, ist ja nicht so, dass im Krankenhaus Stunden über sind. Wie gut funktioniert denn der Austausch mit der Allgemeinmedizin? Ich meine, es kann einfach nicht jeder, der Long-Covid hat, zu Ihnen in die Spezialklinik kommen. Wie gut funktioniert da der Austausch mit den Kollegen, die quasi im täglichen Austausch mit der Bevölkerung sind? Also ich kann ja jetzt immer nur erstmal für meinen Teil sprechen. Und da bin ich sehr zufrieden mit den Kinderärzten. Ich habe bei den regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen, die machen, war ich gewesen und habe darauf hinweisen können, wir haben zusammen Kriterien erarbeitet. Die wissen, dass es das gibt, die schicken die Kinder, wenn sie glauben, die sollen kommen. Also da bin ich jetzt für meinen Bereich sehr zufrieden. Aber ich glaube, das ist auch so eine jener Sondersituation, weil letzten Endes die Anzahl an Long-Covid-Sprechstunden gerade für Kinder in Deutschland immer noch sehr, sehr überschaubar ist. Mhm. Also es gibt ja, ist immer die Frage, wie sehr macht man das publik, dass das gibt. Und es gibt sicherlich einige, die beschäftigen sich damit, ohne das jetzt großartig auf ihrer eigenen Webseite darauf hinzuweisen. Aber dann finden es ja die Patienten auch wieder nicht. Ja. Ne? Und wenn ich selber so suche und gucke, wo gibt es jetzt Angebote, dann ist es immer noch sehr, sehr überschaubar. Und wie das nun bei den Erwachsenen ist, ich glaube, der Vorteil von Kinderärzten ist einfach, wir beschäftigen uns immer noch anders mit Patienten und intensiver mit Patienten, als das die meisten Allgemeinmediziner mit ihren Patienten tun. Mhm. Ja, das ist immer ein Vorteil der Pädiatrie, weshalb wir halt einfach pro Patient länger brauchen, weshalb die Pädiatrie generell immer eine teure, unrentable Angelegenheit ist, ja, weil das das Odontabelste ist ja immer lange mit Patienten zu sprechen und sich intensiv zu kümmern. Und das ist etwas, was Kinderärzte eben in der Regel noch leider machen. Leider ist das unrentabel, ja. Aber gerade bei Kindern ist ja so, dass die akute Phase der Erkrankung extrem häufig asymptomatisch ist. Das heißt, gerade da ist es doch wahrscheinlich besonders schwierig, überhaupt auf die Idee zu kommen, hey, das könnte hier Long-Covid sein. Und dann auch darauf, ja, erfolgreich zu testen, was ja, wie wir gerade festgestellt haben, schwierig bis unmöglich ist. Das ist exakt das Problem. Ich muss eine diffuse Beschwerdesymptomatik, die zig andere Gründe haben kann. Das heißt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, der hat jetzt eben Kopfschmerzen seit einigen Wochen, hat Bauchschmerzen oder fühlt sich schlecht belastbar. Ja, mittlerweile geht es, es waren Ferien gewesen, da würde einen das schon wundern, direkt nach dem Lockdown. Auch da gibt es genug Untersuchungen, die gezeigt haben, wie schwer psychisch auffällig die Kinder sind, wie sehr auch die körperliche Belastbarkeit gelitten hat, ja, in dieser Phase, wo die eingesperrt sind. Ne? Für Erwachsene ist das immer so ein paar Monate, das sind ja für Kinder, sind das in Erwachsenenjahre umgerechnet. Für so einen 6- oder 7-Jährigen, das muss man mal 10 nehmen, ja, die Zeit. Und es ist extrem schwer zu sagen, ja, das kann daran liegen.
Aber das ist ja auch der Job des Arztes, zu sagen, es gibt verschiedene Differentialdiagnosen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da muss ich mir die jetzt, je nach Leidensdruck des Patienten, mich eben damit beschäftigen und die einzelnen abklären. Und da gehört derzeit Long-Covid eben mit dazu. Und gerade wenn Kinder, also die meisten oder viele unserer Patienten, sind nicht in der Lage, die Schule normal zu besuchen. Und das ist aus meiner Sicht eine Art der Einschränkung, die schon dazu führen sollte, dass sich der Kinderarzt Gedanken drüber macht, ja, und nicht sagt, okay, die Fehltage, das nehme ich so hin, der hat ein psychosomatisches Problem oder was auch immer, ne? Sondern das sollte man dann schon mehr investieren und mehr schauen, auch bei den Kindern. Absolut. Ich meine, auch als, wenn man als Erwachsener ein paar Monate aus der Arbeitswelt fällt, ist das auch schwierig, ne? Lebenslauf ist ja immer so eine Geschichte, das ist alles nicht einfach. Aber als Kind mehrere Monate quasi aus der Schule, aus dem Freundeskreis rauszufallen, ist ja etwas, was einen allein durch mögliche Sitzenbleiben einfach wirklich dann quasi die gesamte Schullaufbahn und damit, ohne jetzt zu übertreiben, quasi auch das ganze Leben irgendwo beeinflusst. Noch schlimmer als Sitzenbleiben ist die Entscheidung, und das hat man auch bei einigen, die weiterführende Schule jetzt zu besuchen oder nicht zu besuchen oder ja, zu wechseln. Ne? Das heißt zu sagen, im Moment bringt er einfach keine Gymnasialleistungen, geh bitte wieder auf die Realschule. Ja. Auch das habe ich gehört. Und das ist ja ein Jahr aussitzen, da verliert man ein Jahr. Das ist jetzt so aus meiner Sicht, der ich die 40 überschritten habe, ob ich jetzt ein Jahr früher oder später mit Arbeiten angefangen hätte. Mittlerweile wäre ich dankbar für jedes Jahr später, dass ich angefangen hätte zu arbeiten. Ja. Aber eben einen Gymnasialabschluss nicht abzulegen und vielleicht dann den Wunschberuf oder das Wunschstudium deswegen nicht aufzunehmen aufgrund so einer Erkrankung, das hat eine Relevanz, die enorm ist. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei unseren Patienten, sich das genau anzuschauen und eben auch mit den Lehrern zu kommunizieren und dort Empfehlungen zu geben, wie man damit umgeht. Absolut. Jetzt ist ja man liest ja in unseren Medien auch immer gerne oder hört, dass es ja gut ist, dass der Anteil junger Erkrankter so hoch ist zurzeit, weil das bedeutet, dass man eine geringere Anzahl von Todesfällen hat. Long-Covid fällt in diesen Statistiken ja eh selten auf. Also es wird selten, in der Tagesschau hat man abends immer die Anzahl der Fälle, die Anzahl der Todesfälle. Ich habe in der Tagesschau selten gesehen, dass mal die Anzahl der Long-Covid-Fälle gezeigt wurde. Aber jetzt ist ja noch diese Diskussion mit der STIKO, sollte man Kinder impfen, sollte man Kinder nicht impfen. Das wird ja dadurch im Prinzip noch komplexer, weil man ja auch da ja schauen muss, okay, 0,5-1% Wahrscheinlichkeit, haben wir gerade mal grob gesagt, dass die Kinder an Long-Covid erkranken, da auch wieder unterschiedliche Schweregrade. Auch das muss ja in dieser Gesamtabwägung der STIKO mit berücksichtigt werden, ob man sagt, wiegt das Risiko der Impfung auf? Na, der Vorsitzende der STIKO hat, ich glaube auch, um sich ein bisschen diesen brutalen Druck, dem er ausgesetzt gewesen ist, nach der ersten Empfehlung der STIKO, wo gesagt wurde, dass die Empfehlung im Moment nur ausreicht, Risikogruppen zu impfen. Dann war das Anfang Juni oder so. Oft genug gesagt, dass es noch keine, also dass die Erkrankung Long-Covid bei Kindern überhaupt auftritt, dass das noch nicht erwiesen ist. Das hat mich ein bisschen unglücklich gemacht, die Art der Kommunikation, die da stattgefunden hat. Ob das nun ein valider Grund ist, das in die Impfempfehlungen einzubeziehen, für mich tendenziell war es das schon so ein bisschen, weil ich aber auch sehr dadurch eben geprägt bin, dass ich mit dem Patienten zu tun habe. Ja, und die STIKO soll das eben möglichst unemotional bewerten und anhand von möglichst vielen Daten und möglichst sicher. Und das lag eben am Anfang noch nicht so richtig vor. Mittlerweile haben sie ja glücklicherweise die Empfehlungen insofern erweitert, als dass sie gesagt haben, jetzt sollen alle Kinder geimpft werden. Und auch wenn das, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Anfragen, die das eher verunsichert, dieses Vorgehen, ne? Dass man erst sagt man so und dann sagt man so und warum und ich verstehe das nicht und da ist doch irgendwas dahinter und ich lasse mein Kind jetzt nicht impfen. Ja. Ich hatte so gehofft nach diesem Kommunikationsdesaster um AstraZeneca, wo ein potenter Impfstoff so verrissen wurde, dass die Leute in Deutschland das für einen Impfstoff zweiter Klasse halten, dass es bei der Kinderimpfung, dass Zeit vergeht von der Zulassung bis zu der Empfehlung, ja, dass es einfach eine ganz klare Empfehlung gibt und dass dann die Impfkampagne eben nicht bei Kindern ins Stocken kommt. Und es ist leider wieder so passiert, ja, dass man die STIKO natürlich zu einer frühen
Einschätzungen drängt, dass die dann kommt, dass die eben noch nicht so gegeben werden kann, wie man, ja, weil die Daten noch nicht da sind und dass es wieder zur Verunsicherung führt. Und was man als Betroffener, als Eltern vielleicht mitnehmen sollte bei diesem Vorgehen ist, dass die STIKO sich das einfach nicht leicht gemacht hat. Die hat gewartet, bis wirklich sichere Daten da sind. Und dass dieses Vorgehen einen eher bestärken sollte, an die Empfehlungen zu glauben, ja, dass die STIKO eben das erste Mal sagt, na Moment, wir wollen das für jedes Individuum entscheiden. Wir wollen nicht, wie die Politik das am liebsten hätte, der Pandemie einen Riegel vorschieben, sondern wir wollen für jeden Patienten ein individuelles Risiko betrachten. Und erst wenn das für jeden einzelnen Patienten zu empfehlen ist, dass wir sagen, nur für dich gesehen, nicht gesamtpolitisch gesehen, sondern nur für dich ist es sicherer, die Impfung zu nehmen, als die Infektion zu bekommen. Nur dann sagen wir auch, lasst euch impfen. Das ist jetzt erfolgt und deswegen sollte man eigentlich, das sollte einen das eigentlich bestärken und sagen, ja, ich lasse mein Kind impfen. Aber das ist ja immer das Grundproblem, dass wenn man mit den Vorgängen an Universitäten in der Forschung nicht vertraut ist, dass es auf einen immer so ein bisschen erratisch, bisschen nach Rätselraten wirkt von außen. Wenn man unterschiedliche Meinungen logischerweise hört, wenn jeden Abend irgendeine Talkshow ist, wo man ja immer ein Pro, ein Contra, irgendein Thema hat, ja. So dass man auch immer das Gefühl hat, die Forschung steht da 50-50. Und das ist ja nicht der Fall. Ne? Genau. Aber es ist eben, also erstens sucht sich jeder, und das kann man ja mittlerweile schön finden, ja, wenn ich bei Google oder bei Facebook 10-mal in eine bestimmte Richtung gesucht habe, dann die lernen ja die Suchmaschinen und die bieten mir noch das an, wonach ich, also ich finde immer das, was ich auch suche. Ja, ja. Und auch die Meinung, die ich suche. Das heißt, wenn ich eher impfkritische Seiten suche, dann kriege ich nur noch die Angebote und habe das Gefühl, es gibt eigentlich gar nichts anderes. Und das spiegelt nicht den eigentlichen Stand wider. Und so ähnlich ist das bei den Medienberichten, die immer auch Pro- und Contra berichten müssen, gerade wenn so viel berichtet wird wie über Corona. Ne? Die Pro-Geschichte ist dann schon 100-mal erzählt worden und dann denkt sich der Reporter, ich muss ja nicht erzählen, was sie schon 100 erzählt haben, dann suche ich mir lieber irgendwas aus, was man eventuell schon also noch nicht so oft gehört hat. Ne? Das erzeugt mehr mediales Echo und das ist ja das, was gewünscht wird. Ja. Und deswegen ist es in der heutigen Zeit nicht leicht und vor allen Dingen auch, weil die Medien ja so dicht dran sind. Ja, also wann hätte man denn vor einem Jahr oder vor 2 Jahren daran gedacht, dass Empfehlungen der STIKO schon bevor überhaupt der Bundestag, es gibt ja noch so Mechanismen, ne? die geben Empfehlungen raus, die müssen konzertiert werden, dann werden die veröffentlicht und es hat früher keinen interessiert, ob das nun eine Woche später war und jetzt in den letzten Sitzungen sind die Ergebnisse immer schon direkt, nachdem die sich getroffen haben, geleakt worden, weil halt alle wie die Geier drauf gewartet haben. Ja, das ist ja, diese Medien sind auch in einer Art und Weise an der Forschung dran, wie die eben bei vielen anderen Erkrankungen nicht dran gewesen sind. Und das heißt auch, dass der Verbraucher völlig ungefiltert alles sofort präsentiert bekommt. Ja. Das macht es nicht einfacher. Das glaube ich. Sie haben ja auch eine Stellungnahme an den Bundestag vor kurzem verfasst. Wie würden Sie denn sagen, wie sich die Politik aktuell zum Thema Long-Covid gerade bei Kindern schlägt? Also Karl Lauterbach, der ja bekanntlich Politiker ist, hat zum Beispiel gerade vor kurzem erst Long-Covid als Tabuthema in der deutschen Politik bezeichnet, weil man angeblich halt erstmal das aktive Covid quasi dagegen Erfolge zeichnen möchte, dass man erstmal sagen möchte, hey, wir schaffen es, die Pandemie zu besiegen. Und wenn das der Status ist, dann können wir auch öffentlich mehr über Long-Covid sprechen. Können Sie das bestätigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der, ich bin Herrn Lauterbach auch durchaus dankbar dafür, dass er das immer wieder in den Mund nimmt. Er hat sich auch in der Pandemie mit seinen, als Epidemiologe mit seinen Voraussagen, hat er sich auch, muss man sagen, gut geschlagen und hat natürlich immer die Rolle des Mahners übernommen. Ja, und das macht er auch jetzt, ja, dass er also weiterhin mahnt. Und ich bin für die Aufmerksamkeit durchaus dankbar, die er für das Thema erzeugt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich die Politik dem Thema völlig verwehrt. Ja, ich glaube, dass sowohl in den Medien als auch bei den Politikern das Thema in den Köpfen angekommen ist. Ich mache mir manchmal ein bisschen Gedanken, ob das wirklich schon bei allen meiner Kollegen so da ist. Ich glaube, die Politik
guckt sich das an, nicht zuletzt aufgrund des medialen Echos. Ne, die sind nahezu gezwungen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was auch richtig ist, weil das Potenzial, dass wir so viele doch junge, arbeitsfähige Menschen, wenn wir jetzt mal die Kinder außen vor lassen, sondern auch die Erwachsenen betrachten, an eine Erkrankung Wochen und Monate lang verlieren, die uns dann nicht zur Verfügung stehen, eigentlich können wir uns das nicht leisten. Ja? Dass gut ausgebildete Leute den Beruf wechseln jetzt wie Sie und sagen, ich muss einfach was anderes machen, weil ich meinen eigentlichen Arbeitsalltag nicht schaffe oder ich kann gar nicht mehr arbeiten. Ja, und das hat schon das Potenzial für eine, ja, ist immer die Frage, eine Volkserkrankung oder nicht. Ja, im Moment innerhalb, im Rahmen der Pandemie mit der Anzahl der derzeit Betroffenen muss man es als Volkskrankheit bezeichnen. Ja, ich hoffe sehr, dass sich das alles ein bisschen wieder einbekommt, wenn das Virus endemisch wird, wenn die Leute sich haben impfen lassen und wenn eben diese hohen akuten Zahlen ein bisschen zurückgehen. Ich habe immer das Gefühl, dass der Akzeptanzprozess, der Awareness-Prozess in der Gesellschaft so ein bisschen ist wie bei Burnout, nur halt schneller, dass am Anfang viele sagen, das gibt es im Prinzip gar nicht. Dann gibt es viele, die sagen, ja, das gibt es, aber ist auch am Ende irgendwie nur so schwere Migräne, man soll sich nicht so anstellen. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass wir quasi jetzt zu dem Punkt kommen, zügig, wo dann auch für dich ein Großteil der Bevölkerung erstmal weiß, dass es das gibt. Zweitens, in was für unterschiedlichen Ausmaßen sich das auch zeigen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, eine Kollegin, die Corona hatte, dass ich am Anfang auch ein bisschen mehr, nicht nur am Anfang, sondern ein bisschen mehr Verständnis habe, dass selbst wenn sie arbeiten kann und vielleicht auch gute Leistung zeigt, dass man trotzdem nicht weiß, was da vielleicht noch schlummert. Lehrer absolut genauso bei Kindern, dass man einfach ein bisschen Rücksicht zeigt, weil die Möglichkeit besteht, dass da noch Long-Covid hinterherhängt und auch sehr lange und sich in unterschiedlichen Varianten zeigt. Und wie gesagt, ich finde, das ist so, bei Burnout war das ja ähnlich, dass das extrem lange gedauert hat, bis überhaupt diese Erkenntnis da war, dass das wirklich etwas ist, was man auch berücksichtigen muss. Ja, es gibt natürlich, also ja, es ist definitiv so. Und es gibt halt auch immer so ein kleines bisschen, ich will jetzt, also das klingt so ein bisschen komisch, aber Modediagnosen, das heißt Diagnosen, die aktuell gerade vermehrt gestellt werden, aufgrund von medialer Aufmerksamkeit, aufgrund von auch einer gewissen Akzeptanz. Ja, da sind immer mal phasenweise Dinge dabei, wie zum Beispiel das Burnout, das phasenweise hoch stilisiert wurde, das aktuell wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund gerät, das von der Symptomatik her, also ich könnte das jetzt gar nicht teilweise gut trennen von dem Long-Covid-Syndrom. Also wenn einer zu mir kommt mit einem richtigen Burnout, das auseinander zu dividieren, wird auch nicht leicht. Ne? Also das sind immer wieder Erkrankungen, die durch die Psyche verstärkt werden können, die psychisch auch verursacht werden können, die schwer fassbar sind und die eben nicht mit eindeutigen Markern gut belegt werden können. Also Marker ist ja immer, wir wollen alle was zum Anfassen. Also am liebsten wollen wir was im Blut abnehmen. Ja. Eine unabhängige Maschine misst einen Wert, wie zum Beispiel die Leukozyten oder den Hämoglobinwert, und der ist zu hoch oder zu niedrig und zack, damit ist es bewiesen. Ja, jeder Fragebogen kann auf irgendeine Art manipuliert werden und ist nie so sicher wie eben jetzt der Wert der Leukozyten, die dann eine Maschine ausgezählt hat. Und das macht es schwierig, und das wird es auch zukünftig für Long-Covid auf der einen Seite schwierig machen. Und das ist immer die Kritik, die wir aushalten müssen, auch als Ärzte, dass wir uns hier im Moment quasi auf eine Modediagnose schwingen und das Ganze überrepräsentiert ist mit der Aufmerksamkeit. Ja, also zumindest, wie gesagt, medial ist es nicht unterrepräsentiert. Treffen Sie denn da, wo Sie das gerade sagen, auch bei Eltern teilweise auf Unglaube oder Unverständnis, dass die diesen Vorwurf der Diagnose machen nach dem Motto, ach, das ist jetzt gerade nur in quasi dieser Diagnose zu stellen? Ja, bei uns nicht. Also das sind ja, um zu uns zu finden, muss man einige Hürden überwunden haben. Das heißt, die Patienten, die ich in der Long-Covid-Sprechstunde sehe, die stellen das nicht in Frage. Ja, wir sortieren ja eher einen Teil aus und sagen, na, das glauben wir, das ist nichts, sondern wir müssen hier eher doch mal psychosomatisch gucken oder da haben wir andere Dinge, die im Vordergrund stehen. Das stellt also bei dem Patienten, der Long-Covid-Sprechstunde, keiner in Frage.
Das macht Sinn. Und diejenigen, die da nicht dran glauben, die sehe ich ja quasi nicht. Ne? Das heißt, da sagen dann die Eltern beim Kinderarzt, wenn der damit kommt, dass es das doch sein könnte, nee, und das Corona gibt es ja gar nicht. Das ist ja alles nur von Bill Gates, die Verschwörungen, die kommen natürlich erst recht nicht zu uns. Das stimmt natürlich, ja. Das heißt, es natürlich wird es diesen Anteil geben. Ja. Ja. Es ist, ja, schwierig. Es ist schwierig. Damit könnten wir fast schließen. Wir haben noch 5 Minuten, Herr Filser. Deswegen, ich würde Sie gerne einmal fragen, ob Sie sich bei den Kollegen in Erlangen mit dem Medikament BC007 schon auseinandergesetzt haben. Das war ja, also ich habe Berichte dazu gelesen, dass genau einmal einem Patienten gegeben wurde, der dann sofort geheilt gewesen ist. Ja, ja, ich glaube, jetzt haben Sie nochmal 3 oder 4 nochmal hinterhergeschoben. Also wir sind jetzt bei einer Fallzahl von 5. Ja, genau. Dazu würde ich mich schwer zurückhalten wollen. Also was ich gut finde, die zeigen oder suchen ja nach einer in Erlangen auch mit OCT, glaube ich, das heißt mit einer Augenuntersuchung nach der Durchblutung im Auge, haben dort auch schon ganz gute Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Durchblutung des Augenhintergrundes reduziert ist bei Long-Covid-Patienten. Das geht in eine ähnliche Richtung, die ich mir hier auch anschaue, wo ich versuche, diese Dysfunktion, die mikrovaskuläre, darzustellen in der Retina. Das Medikament, das ursprünglich für was ganz anderes entwickelt worden ist, ist experimentell. Also das muss man probieren, muss man im Rahmen von Studien, wenn es Hinweise dafür gibt, dass es wirken kann, sicherlich ausprobieren. Wenn es dann die Erwachsenen als Versuchskaninchen quasi vertragen haben, dann wird man irgendwann diskutieren, ob es für Kinder in Frage kommt. Und bis das jemals soweit ist, dass ich das einem meiner Patienten empfehlen kann, ich glaube, da können wir uns noch jährlich ein bis zweimal getroffen haben, vermutlich für den Podcast. Also ich glaube, das wird dauern. Was ja auch ein gutes Stichwort ist, mit einem jährlich ein bis zweimal quasi treffen. Das ist ja auch wieder so ein Thema, wo ja auch die Gefahr besteht, dass das in Vergessenheit so ein bisschen gerät, einfach weil Corona hoffentlich irgendwann entweder als Teil der normalen Grippesaison wird oder ähnliches, also auf jeden Fall nicht mehr in diesem pandemischen Ausmaß ist und dann diese Long-Covid-Patienten so ein bisschen noch mehr als jetzt schon über den Tisch fallen und sowohl in der Ärzteschaft, aber vor allem in der Bevölkerung nicht mehr so wahrgenommen werden. Ja, wenn die mediale Präsenz nachlässt, dann wird das immer schwieriger. Ne? Wir müssen also jetzt Strukturen etablieren, solange sich die Leute noch dafür interessieren, um diese Patienten zu versorgen. Wenn wir noch mal kurz auf ME-CFS zurückkommen, also dieses Chronik-Fatigue-Syndrom, ja, das es auch vorher schon gegeben hat, das ist eine Erkrankung, wo man schätzt, dass ungefähr 0,5% der Bevölkerung in verschiedenen Ausprägungen betroffen hat. Und das ist weit davon entfernt, selten zu sein. Ja, das ist wirklich viel. Und da hat sich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, kein Schwein interessiert, noch vor 2 Jahren dafür. Kaum Forschungsgelder, keine industriellen Entwicklungen mit dem Versuch, dort ein Heilmittel oder einen Biomarker festzustellen. Und ich hoffe sehr, dass alles das, was wir jetzt, dieses unfassbare viele Geld, was investiert wird in die Corona-Forschung und auch in die Folgen von der Corona-Forschung, was gut und was richtig ist, dass da am Ende zumindest für diese Patienten was übrig bleibt, weil die werden uns erhalten bleiben. Ob man nun durch Corona oder durch EBV oder durch andere Dinge, die Patienten gab es vorher und die wird es auch zukünftig geben und die sollten versorgt werden. Das heißt, es ist ja auch irgendwo eine Chance, nicht nur die Long-Covid irgendwie irgendwann zu verstehen, sondern auch diese anderen chronischen Fatigue-Krankheiten besser analysieren, diagnostizieren und auch behandeln zu können. Sie haben ja auch in Ihrer Stellungnahme an den Bundestag ganz am Ende relativ knapp ein paar Aktionsvorschläge genannt, die quasi jetzt anzugehen wären. Im Rahmen der Zeit, die wir noch haben, was würden Sie ja sagen, sind die Themen, die am meisten jetzt schnell vorangetrieben werden müssen, um diese Infrastruktur zu schaffen, damit auch wirklich diese Forschung so vorangehen kann? Na, das sind unterschiedliche Dinge. Zum einen brauchen wir Geld für die Forschung, also wir brauchen einen Biomarker. Das wäre eigentlich das, was mir im Moment fast am meisten helfen würde. Ja, einen Wert, mit dem man sagen kann, dass dieser Patient hat Long-Covid. Denn ich
bin aber skeptisch. Ich glaube, den werden wir vermutlich nicht finden, weil es wahrscheinlich wie viele Erkrankungen eben multifaktoriell bedingt ist. Dann wäre ein Heilmittel, wäre fast noch schöner. Ja, also am liebsten komprimiert, eine Tablette, eine Woche geben, Sache erledigt. Wenn wir das haben, dann brauche ich auch keinen Biomarker, dann nehme ich nur das Heilmittel. Ja. Auch da bin ich skeptisch. Was wir vorher bräuchten, wäre eigentlich eine etablierte Versorgungsstruktur. Das hat nichts mit Forschung zu tun, ja, dass man also Anlaufpunkte hat, dass wir nicht Patienten aus Hamburg und aus dem Ruhrgebiet hier in Jena behandeln müssen, sondern dass es zumindest regional, es müssen keine 50 sein. Das wäre sicherlich auch nicht angebracht. Aber für die Kinder zumindest so 5 bis 10 größere Zentren gibt, dass diese Zentren personell, räumlich, also finanziell einfach so ausgestattet sind, um diese Diagnostik stemmen zu können. Wir beschäftigen uns mit jedem Patienten 4 bis 8 Stunden. Das ist enorm viel und das kommt einfach dazu zu allem anderen. Aber ich glaube, das ist Aufgabe der Politik. Ich glaube, diese Aufmerksamkeit ist geschaffen worden. Zumindest auch im Thüringer Landtag gab es eine lange Diskussion dazu und auch die Entscheidung, ja, das müssen wir tun. Also ich glaube, ich schimpfe gerne auf die Politik, aber ich bin eigentlich derzeit gar nicht so unzufrieden mit dem, was dort organisiert wird. Und für die Forschung müssten wir einfach noch mehr tun. Es gab eine Ausschreibung vom BMBF zum Thema Long-Covid. Das ist eine Ausschreibung über 5 Millionen Euro gewesen. Das klingt erstmal nach viel Geld, ist aber in Forschungsdimensionen gedacht, ist das überhaupt nichts. Mhm. Ja, und das ist für Kinder und für Erwachsene. Ja, und wenn man jetzt überlegt, dass vielleicht Kinder vielleicht 1% dessen ausmachen, was die Erwachsenenpatienten oder 10%, wenn man sagt, 10% der Erwachsenen sind betroffen, vielleicht 1% der Kinder, ja, dann sind höchstens 10% der Gesamt-Long-Covid-Patienten minderjährig, ne, wenn man das mal hochrechnen möchte, oder eher noch weniger. Mhm. Wenn man jetzt also versucht, dieses Forschungsbudget noch dorthin gehend gleich aufzuteilen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was für Kinder da übrig bleibt. Und damit kann man dann an einem Zentrum eine halbe Stelle etablieren und ein paar Laboruntersuchungen machen. Und das wird dem halt nicht gerecht. Ne? Im Vergleich dazu, die USA haben mehr als 1 Milliarde dafür ausgelobt. 1 Milliarde haben die USA ausgelobt für Long-Covid? Mhm. Das ist eine andere Hausnummer. Ist eine andere Hausnummer. Das heißt, ja, die stehen aber forschungstechnisch, das ist ja eh anders bei denen. Also die nehmen andere Gelder für Forschung in die Hand, als das die Deutschen tun. Die sind bereit, das auch schneller mal in die Hand zu nehmen. Das ist eine etwas andere Struktur. Ja, das heißt, wir sind da möglicherweise, aber das ist ja das Gute, man ist ja heutzutage vernetzt, zumindest weiß man ja, was die Kollegen so grob machen in den USA, weil die wissen grob, was wir hier in Deutschland machen. Das heißt, hoffentlich kommt da die internationale Forschungsgemeinschaft zu einem guten Ergebnis. Sie haben jetzt aber gesagt, geringe Wahrscheinlichkeit, Ihrer Meinung nach, dass man einen Biomarker findet, die geringe Wahrscheinlichkeit eines einfachen Medikamentes, das man einfach einnimmt und gut ist. Wie machen Sie dann Kindern und auch Erwachsenen, die lange daran an dieser Krankheit zu knabbern haben, wie machen Sie denen Hoffnung? Also gerade wenn man jetzt die betrachtet, die lange dran leiden, dann werden die Durchhalteparolen, die ich ausgebe, tatsächlich irgendwann hören die sich für mich auch unschön an. Ja. Denen, die das jetzt 3-4 Monate haben, da funktioniert das noch ganz gut, dass man sagt, alle Studien zeigen, das wird immer besser. Bei jemand, der jetzt wie Sie 17 Monate darunter leidet, ist es schwierig. Ich kann dann, ja, wie gesagt, auf die ME-CFS-Erfahrungen verweisen, die auch zeigen, auch dort wird es nach Jahren, gibt es Verläufe, die besser werden. Es gibt aber auch welche, die es eben nicht so richtig wieder loswerden. Mhm. Ja, und dann ist das Problem vor allen Dingen des Umgangs mit der Erkrankung. Ja, die häufigste Todesursache bei diesen Patienten ist nicht, dass die Erkrankung zum Tode führt oder irgendeine Organkomplikation, sondern es ist der Selbstmord. Ja, also, dass die es einfach nicht mehr aushalten, diese schweren Einschränkungen des Lebens. Und das heißt, dass auch wenn das also nicht eine psychosomatische Erkrankung ist, sondern eine
primär somatische ist die Mitbehandlung durch Psychologen und durch Psychiater, gerade bei denen, wo es lange geht, immens wichtig. Ja, weil das natürlich immer, also jeder chronisch Kranke, ob das eine Leukämie ist, ob das ein Herzkranker ist, hat Einschränkungen, hat eine psychische Belastung, eine psychische Überlagerung, die irgendwie mit ins Auge genommen werden muss. Und die ist umso größer, je mehr die in ihrem alltäglichen Leben eingeschränkt sind. Das heißt, nicht die eigentliche Schwere der Grunderkrankung ist das Problem, sondern wie sehr fühlt sich derjenige selber persönlich eingeschränkt. Ja, und da gibt es riesige Unterschiede zwischen wirklich komplexen, schweren Herzfehlern und anderen Dingen, die jetzt für uns sich viel leichter anhören. Ja, also zum Beispiel eine chronische Verstopfung der Nasenwegen, wo man schlecht Luft bekommt, und ein komplexer Herzfehler. Der erste hat subjektiv eine höhere Einschränkung der Lebensqualität als der zweite und muss deswegen anders behandelt werden, auch wenn das jetzt für uns in der Wahrnehmung das eine eine brutal schwere Erkrankung ist und das andere sich echt nicht so schlimm anhört. Ja, da möchte ich Ihnen erstmal, wir müssen ja auch zum Ende kommen, ich möchte Ihnen ganz, ganz lieb danken, dass Sie dann nicht einfach diese Durchhalteparolen machen, weil das Wichtige ist auch, dass man sich der ganzen Sache ja auch versucht, objektiv zu stellen, dass man sich anschaut, was habe ich da für eine Erkrankung, was könnte das bedeuten? Man sollen sie natürlich die Hoffnung nicht verlieren, darum geht es nicht. Aber es geht ja auch darum, dass die Menschen verstehen, was für eine Krankheit ist das, was könnten hier die Ausmaße sein, und nicht nur die Betroffenen, sondern die anderen, die davon zum Glück nicht betroffen sind. Deswegen ist die Aufklärung der Bevölkerung und auch der Ärzteschaft so wichtig. Und deswegen möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil als Betroffener selber, wie Sie sagen, seit 17 Monaten da irgendwann die Durchhalteparolen sind, so ein bisschen schwierig irgendwann. Ich hatte keine Selbstmordgedanken, soweit kann ich alle beruhigen. Aber natürlich hat man seine depressiven Momente, und auch als 27-jähriger Mann hat man da Abende, an denen man einfach weint. Auch jetzt sind meine Augen, muss ich gestehen, nicht ganz trocken. Aber es ist trotzdem einfach extrem gut zu wissen, dass Menschen wie Sie daran forschen, dass Sie das Thema in die Öffentlichkeit tragen und sich die Zeit dafür nehmen. Und dafür ganz herzlichen Dank, Herr Filser. Ja, dann vielen Dank auch für die interessanten Fragen, Herr Reimers. Ich drücke Ihnen auch persönlich die Daumen, dass es irgendwann ausgestanden ist. Ja, und lassen Sie es mich hören, wie es weitergegangen ist. Ja. Das werde ich machen. Dankeschön.